So. Schauen wir mal. Nika, wupp, wupp. Ich sehe dich, also ich lese dich, aber du siehst mich nicht. Weil, ja, jetzt, ui. Die Kamera war noch aus. So. Jetzt gerade mal was gucken. So, da habe ich mal nämlich noch einen Reservemusikordner mal noch aufgemacht. Ja. Okay. Starten wir das Ganze doch gleich mal wieder. Ja, mal wieder ein Ründchen Minecraft, mal weitermachen. Produktiv sein vielleicht. Plop. Ah, jetzt ja. Bald Wochenende. Wupp, wupp. Noch einen Tag. Hier, Kamera, da, wupp. Meine Güte, der braucht heute aber lang zum Laden. Und im Übrigen, ich habe die Texturen wieder reingemacht. Also es, theoretisch müssten das Doki Doki Haus wieder belegt sein. So. Einloggen. Ich war ja irgendwo bei der Drachenfestung. Und ich hoffe, dass Q jetzt wieder da ist. Oh, Moment. Ich muss mal Kopfhörer leiser drehen. So. Q? Q? Ist die nur abgeblieben, ey? Da, Q! Hey, flitz nicht weg. Stimmt, die hab ich ja keine Voice Lines gegeben, weil man es eigentlich nicht anspricht. So. Schön. Ja, das sind wir. Jetzt bin ich mal nämlich auch ein bisschen am Überlegen. Das ist ein Riesenbambus. Was soll ich mit dem jetzt eigentlich? Da war der Mammutbaum versucht. Da ist unser Elbenwald. So irgendwie, aber irgendwie. Igor, ja. Irgendwie funktioniert der ja da, das nur nicht so mit den Bäumen, wie ich mir das erhofft hatte. Oh, hey, hi. Der Henry hostet. Herzlich willkommen und Dankeschön. Ja, der Bob muss mich auch noch ansagen. Ja, dann warten wir mal noch kurz. Bis auch alle da sind und so, ne? Na, Henry, alles klar bei dir? Wo ist Bob? Bob? Es ist lustig, wie die ganzen Relais irgendwie dann immer Ewigkeiten brauchen, um das zu schnallen. Rein theoretisch müsste es eigentlich jetzt da mal aufploppen. Ansonsten hat er nämlich einen üblen Delay. Denn der Y-Spot hat es ja schon mal wenigstens geschnallt. Nam nam nam. Oh, Allergie. Ja, und das am Stuhl festkleben, das kenne ich. Ich habe das Glück, bei mir ist es relativ kühl im Raum.
den ganzen Tag über, weil ich habe keine direkte Sonne, außer morgens ein bisschen Sonne, die hier durch ein Fenster reinballert. Aber so ab 10 Uhr ist die dann auch schon wieder weg. Dann habe ich den Rest des Tages hier keine direkte Sonne mehr. Na, Bob? Beep Bob? Der will nicht, oder? Oder braucht er gerade eine Weile? Nee, Hika, behalt du den mal bitte im Auge. Dann überleg. Hoppla, dann überlege ich nämlich jetzt mal. Ob ich jetzt weiter nochmal auf eine Erkundung hier oben gehe. Oder ob wir anfangen zu bauen. Ich muss dazu aber nochmal echt gucken, was habe ich denn alles dabei. Mangrovenholz haben wir. Also ich könnte zumindest mal mit einem Elfenhaus irgendwie anfangen. Das wäre schon mal ein Start irgendwie, ne? Ich meine, und wenn es am Ende wirklich nur irgendwie so set, ja, ein Tempel ist, ne? Der ist so einfach da mittendrin. Das wäre doch auch schon was. Einfach eine große Einrichtung, die sich jetzt da unten im Wald befindet. Weil das sieht einfach so geil aus. Die Frage ist jetzt nur, wo am ehesten hin? Okay. Ah, Mann. So, hier, jetzt Bob ist gar nicht da, ja. Verstehe. Gut, dann halt ohne Bob, ne? Ah, scheiße. Zum Glück habe ich meine Flügel, sonst wäre ich jetzt wieder des Todes. Ich würde eigentlich fast mal sagen, yes. Warum ist das da dunkel? Das finde ich verwirrend. Eigentlich müsste der Ort oder das Gebäude. Alles Naldi, hey! Ja, Nini, Henry, ich kenne das. Es ist. Du kannst ja einfach auf einen Release-Button hindrücken. Geht schneller. Kannst dich selber kühlen. Ich würde mal sagen, hier. Dahin bauen wir dieses erste Elbengebäude. Hep! Hui, ein Hoch auf die Flügel. Weil da unten ist dann jetzt auch die Mine. Warum zeige ich eigentlich hin? Ihr seht das ja nicht mal. Hallo? Hui, ich bin ein Fliegebär. Dann müssen da jetzt halt mal ein paar Bäume weichen. Bob wurde reanimiert. Ich bin zu weit. Ich muss weiter in mitten rein in diesen tollen Wald. Ja, hier zum Beispiel. Das sieht doch ganz fein aus. So, und jetzt geht's endgültig mal los. Schnauze voll. Wir bauen jetzt hier was Mystisches. So. Oh, ein Apfel. Den wir nicht aufheben können, oder? Doch. Das passt doch auch ganz gut. Da unten ist Wasser. Das ist Wasser, oder? Das sieht auf jeden Fall mal aus. Ohne Bärenkatapult? Ja. Warte mal. Huch.
So. Und ich habe keinen Bock zu warten, bis hier das ganze Zeug sich selber verabschiedet. Jesus. Ja, aber doch, das passt hier, glaube ich, ganz gut dann hin. So. Nächste Frage. Heben wir hier viel Erde noch aus? Ich würde mal sagen, ja. Und wir haben keinen Platz mehr für irgendwelchen Mist. Weil man diese Amulette ja nicht stacken kann. Da hätte ich noch die normale Leiter. Oh Mann. Ja, es ist Wasser, aber es ist in diesem Biom hier, ist es halt lila gefärbt. Wenn der Redstone kann, mal weg hier. Drauf geschissen, wir haben genug Redstone. So. Ich würde mal sagen, das könnte von der Grundfläche her schon ganz gut hinhauen. Machen wir mal noch eins mehr. Und füllen mal direkt den Rest hier hinten wieder auf mit Erde. Dass das hier dann schön... kann das dann schön wieder zuwachsen, ein bisschen. Oh. Okay. Scheiße. Wo ist jetzt der Kackberg eigentlich? Da. Das heißt, hier hinten in der Richtung ist auch die kleine Mine gewesen, die wir mal ausgehoben haben. Da muss ich nämlich mal die Kiste jetzt... Das sieht so schön aus hier. Da ist die Kiste. Da sind sogar zwei Kisten. Und da ist jede Menge Zeug nämlich noch drin. Da hauen wir jetzt erstmal hier alles an Pflanzen rein. Ach hey, da war ja noch so viel Zeug. Das muss ja alles dann mit... Haben wir alles mal hier rein. Ich brauche nämlich jetzt mal Platz zum Bauen. Okay, Bücherregale. Die kommen mal mit. Die werde ich brauchen. Holztür werde ich brauchen. Die Wandhalter. Den Zaun kann man eigentlich auch mal mitnehmen. Bett des Zimmermanns. Ja. Blauschiefer. Genau, weil mit Blauschiefer fangen wir direkt dann an. Blauschiefer, Pflasterstein machen wir nämlich den Boden. Da haben wir die Stufen. Oh ja, das sieht geil aus. Obsidian machen wir hier nicht. Das sollte erstmal, glaube ich, reichen. Hallo? Diese Richtung war das. Das ist ein Loch. Hier wollen wir nämlich hin. Jetzt können wir nämlich auch noch den ganzen Pflanzenkram hier einsammeln und so. Einfach, dass hier die Fläche wieder zu ist. Dann ist auch noch Erde wieder hin. So.
Okay, das ist Gewurzel. Macht keinen Unterschied. Hallo Schweizer, willkommen. Schön auch dich mal wieder zu sehen. Ja gut, ich weiß, ich war auch selber nicht so oft da in letzter Zeit. Schön, dass du vorbeischaust. Plop, plop, plop. Maus, ich muss mir echt eine neue kaufen. Die hat in letzter Zeit echt so komische spastische Anfälle. Boah, das waren schon 64, Mann. So. Das sieht so mal ganz cool aus bis jetzt. Ich habe im Übrigen noch gar keine konkrete Vorstellung, was das hier werden soll. Ich fange jetzt halt einfach mal an, ne? Oh. Ich habe da, glaube ich, einen zu viel. Alles klar, dann hoffe ich, mache ich alles richtig. Nee, aus dem Blauschiefer kann man nichts schisseln. Aus dem Mangroven ebenfalls nicht. Aus dem Silberholz auch nicht. Sieht doch aber so ganz hübsch aus. Oh. Nee, so nicht. Nee, das kann ich so nicht machen. Verdammt. Falscher Slot. Komm, mach mir da Bretter draus. Halten wir jetzt erstmal so. Dann habe ich noch irgendwie was gerade. Ja, Obsidian kann ich dafür nicht nehmen. Das ist. Bäh. Nee, okay. Das muss also so funktionieren. Dann. Andere Idee gerade, die ich mir gerade verkackt habe bei den ersten Dingern. Machen wir hier nämlich auch noch mal, ne? Das hier innen, nee, das ist nix. Huch, falschen Klotz. Nee, das kommt so nett. Das
machen wir, wenn, dann eher so rum. Und jetzt in die Mitte nochmal. Oh, es wird dunkel. Fackeln. Die stellen wir jetzt erstmal provisorisch genau hier hin. Dann kommt später irgendwas anderes. Oh, Liz, ja, der Bob, der spackt irgendwie. Aber es sind erst 21 Minuten. Also, es ist noch nicht allzu viel. Der Boden hier, das ist bisher passiert. Achso, das ist ein Fresspaket. Mist. Ich hab da einen Fussel auf dem... Da. Purpur. Oh, warte. Das müssen wir mal. Aus dem kann man nämlich viel machen. Goldene Kettendekoration. Henry, vielen Dank! Yay! Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Freut mich. So, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Jetzt habe ich den falschen Block gesetzt. Vor lauter, oh! Puh! Goldgeschnörkel passt nicht. Das war ja der, den wir die ganze Zeit hatten, ne? Der Verschlissene. Ja. Das gefällt mir wirklich wesentlich besser. Ja, absolut verwirrt, Henry. Fantasieblöcken müssen wir halt nur ein bisschen sparsam sein. Hopp, hepp, so. Ich hasse es. So, das machen wir jetzt ganz einfach. Plop, plop. Müssen uns mal was zu essen reinpfeifen. So. Okay, jetzt haben wir hier die Wände stehen. Ach man! Das müsste eigentlich noch reichen, dass wir wenigstens hier 3, 6, 9, 12, ja, locker. So. Dass wir jetzt die Säulen zumindest mal haben. Mist.
Habe ich mir jetzt anders da vorgestellt mit dem Springen hier. So. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Gar nicht so verkehrt aus. Wait, what? So. Es soll tatsächlich kein komplett geschlossener Raum diesmal geben, sondern eher so halt, stellt mir jetzt gerade vor, halt so eine Art Tempelanlage oder sowas, ne? Irgendwie so ein Altar, ein Schrein oder so irgendwie was rein. Da, wo die Zugänge sind. Kommt so eine Art kleines Dach hin. Ja, genau. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Und die drei gelben Bananen. Die sind halt toll. Nein! Ich hoffe, ich habe noch genug von den scheiß Stufen. Oh, ehrlich? Nein. So, danke. Jetzt wollt ihr mir wieder die falschen Stufen in die Hand drücken. So. Ja, ich habe keine Ahnung, wer dann hier verehrt werden soll oder wurde oder... Da lassen wir uns noch irgendwas einfallen. By the way, Henry, ich weiß nicht, ob du das unter dem Video gelesen hast. Du hast donated, deine erste Donation. Das heißt, du kriegst hier einen NPC. Ich muss mir für dich was einfallen lassen. So. Ich muss aber jetzt mal an die Werkbank. Toll, jetzt regnet es auch noch. Ist doch wie immer, wenn man am Arbeiten ist und baut, dann fängt es an zu regnen. Der Holy Kuhn. Genau, der Holy Kuhn wird hier verehrt. Brauchen wir da Stufen? Heilige Waschbär. Ah, okay. Ja, mein Gott. Da war ja auch. Es war ja auch irgendwie völlig spontan, so aus dem Nichts. Wie sie ziemlich jedes Mal.
So. Das müsste ich hier oben eigentlich auch nochmal, ne? Nach innen versetzt auch nochmal ein Dach hoch machen. Machen wir das aber. Ich meine, da es ja hier jetzt irgendwie eher Elben sein sollen, also völlig abseits jeglicher normaler Baukunst, sag ich mal, darfst du ruhig architektonisch komisch sein. Und zwei Etagen drauf. Ja, eine zweite Etage, genau. Also jetzt hier halt auch nochmal ein Dach ziehen und vielleicht nochmal oben drin einen Raum, ich weiß noch nicht. Beziehungsweise ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier so weiter. Weil ich will es auch nicht zu monumental, pompös irgendwie bauen. Weil es soll ja halt eher so ein einfaches Zeichen im Einklang mit der Natur Drecksding sein. Ich glaube, da kommen wir so langsam in eine gute Richtung. Jetzt habe ich schon einen neuen Stuhl. Ich habe immer noch die Angewohnheit, wie auf dem alten zu sitzen. Ja, Naldi, das ist wirklich eine Scheiß. Verdammt, Kombi. Ich bin runtergefallen. Warte mal, was habe ich denn eigentlich an Glas dabei? Das da zum Schüsseln und die Scheiben. Das heißt aber, ich brauche Carpenter Blocks hier oben, weil... soll hier eigentlich dann irgendwie Licht reinfallen. Muss ich erstmal gucken, was habe ich denn, was kann ich denn hier draus machen? Mal der Eisenzaun. Na, es ist doch schon mal etwas. Das Rot, das passt hier nicht rein. Verliesglas, Lichtglas. Zeig mir mal, wie Lichtglas aussieht. Und wir haben gerade keinen Platz mehr. So. Ja doch, ich glaube, das nehmen wir. Das hat auch so einen schönen Rahmen dann außenrum. Ja, lila, aber habe ich leider nicht. Das kann ich daraus nicht machen. Ich könnte nur lilanes Glas herstellen.
Ich halte das hier gerade noch für die beste Lösung irgendwie. Das muss anders da passieren. Das kann ich nur so groß machen, wie das Ding hier oben auch ist. Das gibt es keinen Sinn. Mal abgesehen davon habe ich auch nicht mehr so viel von dem Glas. Schade, dass der Rahmen in der Mitte ist. Du meinst, dass es nicht eine durchgehende Fläche ist? Was soll's, wir probieren mal hier. Das ist scheiße. Blasenglas ist kacke. Wir brauchen also, wenn, dann dieses Randlose. Da würdest du offen lassen. Also hier jetzt gar keine Ebene. Ja, das hat natürlich auch was, indem wir jetzt einfach nur nochmal vielleicht eine Reihe hier rum machen, wo dann ein Zaun draufsteht, einfach nur, ne? Ich glaube, das wäre wirklich besser. Komm, sammel den Quatsch doch ein. Danke. Dass man quasi von hier nur so dann herabblicken könnte. Hier liegt einfach... Ist es denn auch eine zum Auflösen, Naldi? Stahlrahmen, das passt nicht. Randloses japanisches. Probieren jetzt mal nochmal. Hallo? Danke, spring doch einfach mal, Mann. Huch. Ich glaube, das wirkt besser wie das andere, was ich vorher hatte. Gefällt mir jetzt optisch besser. Ich habe hier als erstes. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hatte noch nie eine Aspirin, die sich nicht aufgelöst hat. Ein Petri! Way! Wupp, 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 wupp! Du bist ja auch mal wieder da! Das ist ja mal schön! Guck mal, ich glaube, da habe ich noch von den 13 Dingern gehabt. Ach man. So. Machen wir innen nämlich nochmal so einen hellen Rand. Dass das der Lichteinfall nur der Größe von dem da oben entspricht. Ja, soweit schon. Ja, läuft. Und bei dir? Internet wieder im Griff. Bumm. Da war doch, glaube ich, zuletzt bei dir irgendwie, hast du mal, glaube ich, was berichtet, dass da irgendwie Problemchen gab. Eigentlich passt hier von nix hin. Eisenplattenzaun.
Doch, der geht. Das geht. Das geht. Aber hier außenrum muss ich einen Mangrovenholzzaun machen. Das heißt, kann man das überhaupt? Ach du meine Güte. Mangrove. Mangrovenholz-Postfans. Ja, aber... Ich würde den gern bauen, aber ich kann es nicht. Wo waren das? Ach, mit der blöden Werkbank, ne? Da konnte man das, glaube ich, machen. Das mit den Rahmen fandest du jetzt schöner. Ja, wir lassen das jetzt erstmal. Ich muss da mal gucken, weil da muss ich mir was einfallen lassen. Du Kackregen, ey. Hier oben muss ich im Übrigen auch nochmal einmal ringsrum arbeiten. Aber da nehmen wir jetzt tatsächlich mal... Nein! Fuhre davon. Silberholzstamm. Blub. So. Ich muss das zumindest hier mittendrin zumachen. Dass die Ecken so ausgeklinkt sind, finde ich okay. Das hier zwischendrin, das stört mich. Könnte man dann hier eigentlich auch machen. Ja, habe ich mir eben tatsächlich auch im Kopf gehabt, Petri. Petri. Oh mein Gott. Das war, glaube ich, noch vor meinen Zeiten damals, hä? War das nicht noch im IRC, weil... nö, Henry glaubt noch nicht allzu viel. Also es ist jetzt nur eine zweite Ebene noch gewachsen. So, was haben wir denn hier eigentlich noch drin? Glowstone. Kopitri. Ja, IRC-Zeiten. Also noch vor mir. Von denen habe ich nicht viel. Das ist ein normaler Eichenholzzaun, ne? Mann. Und immerhin, wir haben jetzt mal eine erste Struktur hier endlich mal stehen. Verwenden. Holla.
Väterchen haben wir. Nee. Das ergibt so keinen Sinn. Warum soll Draw in so einem Tempel oder so jetzt hier stehen, ne? Wir waren ja eigentlich mal für die Häuser gedacht, was ja so jetzt nicht funktioniert hat. Hilfe, Gewitter. Machen wir dicht. Das befinde ich schon mal für gut so. Hier mittendrin stehen. So. Ich glaube, jeder hat als Kind irgendwann mal Angst, aber irgendwann habe ich tatsächlich richtig Spaß dran gehabt. Ich würde mir wieder so ein richtiges Gewitter mal wünschen, aber das gibt's bei uns hier irgendwie nie. Ja, Naldi. Ich möchte auch. Ich möchte auch gern warmes Wetter. Kein warmes Wetter und Gewitter dafür. Meine Güte, ey. Hier. Jetzt kommt mal zurück. Die 3 Stufen. Das finde ich okay. Das finde ich nicht okay. Ja, das Naldi, sorry, kein Interesse, also ich bin auch auf der Suche nach dem Gewitter, also danke, Schmiede. Könnten wir doch jetzt eigentlich nochmal hier bei den Blöcken gucken? Ja, würde ich sagen, kann man mitleben, so. Hat irgendwie was so Altartechnisches. Das mit den Kerzen da ist auch nicht so verkehrt, ne? Aber... Ach, scheiße. Das kann ich ja gar nicht machen. Das sind ja keine kompletten Blöcke, die hier oben von der Decke hängen. Puh. Das ist ja unglaublich. Okay, die Fackeln kommen auf jeden Fall halt weg. Wenn wir stattdessen da... Könnte funktionieren. Und es macht verdammt hell. Es passt so
formtechnisch auch irgendwie. Ey, ich will doch wieder nur auf mein Dach da hoch. Hopp, so. Das macht verdammt hell. Was ja jetzt nichts Schlimmes ist. Jetzt muss ich nur wieder gucken, wo habe ich denn jetzt wieder den ganzen Krempel. Erstmal wieder hier ein bisschen Platz machen. Ich brauche wieder eine Übersicht hier. So. Ach, das sind die Blöcke und das sind die Scheiben, okay. Ein Tempelwächter. Der Nekomimi errichtet wurde. Ja, das ließe sich machen, Henry. Es ist ein Candle. Oh, Petri. Kaum ist er da und schon kommen die Punts wieder. Alter. NPC-Zauberstab. Dann machen wir den doch direkt mal hier hin, Mann. So. Wenn wir schon da sind. 100, ne? Genau. Ich glaube, ich hatte 2 Dollarzeichen gehabt. Vorne und hinten. So, Titel. Tempelwächter. Bum, 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 bum. Model, bearbeiten. Custom NPC. Passt. Oh nein, nein, nein. Nee, wir müssen in einen anderen Ordner. Oder? Scheiße. Ach, ich... Custom NPC. Ich muss eine Textur auswählen. Das ist das, was ich brauche. Weil... Da haben wir doch irgendwo die Elfen, bla. Oh, da. Kein bisschen gay. Achso, ich bin auch bei Female. Ich bin auch bei Female drin, also. Hä? Ich denke mir doch jedes Mal gerade, ey. Hat irgendwie was. Würde eigentlich als Tempelwache gut sein, finde ich. Ja, doch, nehmen wir den High Class. Du kriegst noch einen Umhang. Ein Bacon. Later Cape. So. Lebensanimation. Wert Leben 20. Blibla blub. Bewegung. Stehend. Wandert. 8. Fertig. Meidet Wasser, ja. Dunkelheit, ja. Von Dunkelheit flüchtet er und kommt dann wieder hier eigentlich ins Licht. Sprüche. Interact Lines.
Hallo Player. Ich glaube, Äonen klingt besser dann für so ein Elf, oder? Legende besagt. So, hast du noch einen Spruch, den du magst? Ja, Petri. Ja, du, aber da drin doch nicht. Noch ein Spruch, ja. Warte. Sind die jetzt drin? Ja, erweitert, Sprüche, Worldlines. Na siehste? Dann wird es halt noch eine ganze Weile dauern. Henry, es muss nicht unbedingt sein. Also die Sprüche dürfen auch ruhig Witz haben. Ne? Ja gut, belassen wir es jetzt erstmal dabei. Du bist ja auf jeden Fall da und wuselst hier rum. Gehst spazieren und alles, ja. Passt. Wenn dir noch was einfällt, kannst du sie mir ja schreiben. By the way, ich muss dich nachher noch immer in Discord adden. Das habe ich total verpeilt, muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Jetzt können wir hier oben eigentlich noch ein bisschen was bauen. Ich bin noch nicht so wirklich zufrieden mit dem hier. Wobei, es muss ja da oben zwar nicht unbedingt jemand drauf. Ein altes Überbleibsel. Wir haben auf jeden Fall den Grundstein mal gelegt für diesen Elfenbereich hier, sag ich mal. Was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, Wege. Wir werden hier einen Weg benötigen. So. Muss mich nur umgucken. Okay, da hinten ist der Berg. Der Weg muss ja jetzt auch nicht unbedingt ewig groß werden, aber dass wir halt irgendwo mal so ein einen Grundpfad haben. Unter anderem, um halt auch schneller noch mal wieder herzufinden. Habe ich nicht noch eine Treppe gehabt? Die brauche ich nämlich jetzt hier noch. Klack, klack. So. Hier schon mal einen Anfang für einen Weg.
Da müsste dann eine Treppe hin. Da muss dann eine Treppe hin. Wobei ich könnte ja auch eine Rampe hinknallen. Ja, das ist definitiv Wasser, sonst würde ich jetzt schon Schaden nehmen. So. Einfach, dass hier eine Wasserquelle irgendwie noch angeschlossen ist, sag ich mal. Wie gesagt, Henry, du hast alle Zeit der Welt, dir was einfallen zu lassen. Wenn dir was einfällt, schreib's mir, kann ich alles nach und nach noch hinzufügen. Das ist echt nicht das Problem. So. Ich will irgendwas hier oben noch drauf haben. Das Dach ist mir irgendwie zu... Mäh. Ja, was mache ich denn hier? Da muss ich hin. Das wirkt mir einfach so... Bah! Ne? Ihr wisst, was ich meine. Den da mal wieder zurück. Verdammt! Ah, ich komme schon wieder so übel mit den Menüs durcheinander, ne? Das wäre auch eine Idee, ne? Da brauchen wir dann doch noch mal was. Haben wir hier nämlich eine Kerfe und Licht. Yay! Tablet ist was Feines, oder, Hega? So. Stellen wir hier unten auch noch Licht hin. Der Wasserbereich da ein bisschen erleuchtet ist. Für die heilige Waschung oder so irgendwas. You not take candle. I can do this. Wie auch immer. Der Spruch war. Candle, bro. Da habe ich noch einzelne Scheiße. Komm mal wieder her. Das ist noch viel besser für hier unten. Alter, meine Maus dreht sich echt viel zu schnell momentan aus irgendwelchen Gründen. Du sollst vor Dunkelheit flüchten, nicht vor Licht eigentlich, ne? Das ist dir schon bewusst, oder? Flüchtet vor Dunkelheit. Ah, Petri, Mann. Ja, gut. Warum auch immer der jetzt da hinten stehen geblieben ist. Ja, aber so sieht das Dach ein bisschen besser aus. Nicht einfach so meh, ne? Ich meine, was wir jetzt machen könnten. Moment.
Pflanzenkrempel hier mal runter. Können auf dem Dach noch Blätter verteilen. If you know what I mean. Irgendwo haben wir noch die Blätter hier gehabt. Also, ich würde jetzt mal nämlich sagen, dadurch, dass es hier oben ja auch Holz ist, kriegen wir quasi ein Blätterdach. Was das Ganze wieder irgendwie dieses, ja, Mutter Natur und habt uns alle lieb, wir tanzen unseren Namen und so, ne? Wisst, was ich meine. Verdammt! Ich brauche noch mehr. Und dann fällt es nämlich auch schon gar nicht mehr so krass auf, das Gebäude. Ich hätte im Übrigen auch noch andere Musik, die ich mal benutzen könnte. Das werde ich jetzt auch mal tun. Ich glaube, die passt jetzt auch ganz gut. Mal was anderes. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Doch so ganz nice aus. Ja, 20% cooler. Absolut. Gefällt mir. Liz hat es erkannt. Warte mal, habe ich das nicht eigentlich eingeblendet oben? Ach nee, habe ich nicht, weil die Textdatei nicht mehr existent ist für den das Plugin. Oh ja, Quantal. Ich bin. Hallo? Hallo? Sag mal, hackt's? Geh da runter. Du hast da oben nichts verloren. Wie kommst du überhaupt hier hin? Der spinnt. Guckt ihn euch an. Klettert er hier einfach auf Bäume? Sowas. Das sieht doch geil aus, Mann. Ich
bin kein Vogel im Käfig. Doch, du hast einen Käfig von 8. Das gefällt mir jetzt richtig, richtig gut so. Dieser alte verlassene Tempel hier unten drin. Das funktioniert mir leider nicht. Der Igor soll Essen holen. Echo Gratum. Oh Gott, warte mal. Phyllis. Und ich habe Hunger. Ich kann mal Toastbrot hier reinpfeifen. Das ist standardgemäß. Kerzen. Gefällt mir. Können wir aber noch nach oben hin ein bisschen. So. Okay. Jetzt. Grundstein ist endlich mal gelegt. Wir haben endlich mal den ersten Teil hier in unserem Zauberwald gemacht. Das Rough Iron Wall ist nice, aber das ist alles unten in der Behausung. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir hier oben nicht wirklich eine komplette Behausung mal uns einrichten sollten. Okay, haben wir so oder so. Stimmt, hier unten waren wir ja auch Ewigkeiten unterwegs, bis wir dann mal auf irgendeinen Tempel oder sowas gestoßen sind, ne? Aber hey, wir haben endlich wieder was gebaut. Und ich hätte jetzt wieder Bock, irgendwie mal wieder was zu erkunden. Ich würde tatsächlich mal hier in nordöstlicher Richtung jetzt eigentlich mal aufbrechen wollen. Kerzen kommen mal raus. Das kommt hier alles rein. So, die Purpurblöcke kommen hier dazu. Okay, da haben wir auf jeden Fall Platz, um auch wieder Zeug zu ernten. Nordöstlich. Gucken wir mal, was die Welt hier noch so hergibt hier oben. Vielleicht lohnt sich ja echt wirklich hier oben quasi Behausung 2 oder so zu bauen. Neben unserem riesigen Drachenfelsen.
Ich hoffe mal, die Musik ist jetzt nicht zu laut, weil ich habe das Empfinden, dass es etwas lauter wie vorher. Aber ich denke mal, ihr meckert da dann schon. Im Schweben wieder Blöcke. Ja, es dauert jetzt ein Weilchen, bis wir da mal hochkommen. Au! Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Kühe, sehe ich gerade. Lauf, kleiner Waschbär, lauf! Dadurch, dass wir ja auch nur unsere Karte verloren haben, muss ich sowieso zwangsläufig alles mal wieder... Gut, solange man mich noch gut hört, ist alles wunderbar. Das ist wichtig. Wir haben bisher aber wirklich noch nie ein großes Schneebiom irgendwie gefunden, ne? Ich meine, das einzige war mal hinterm Drachenfelsen irgendwo, was etwas größer war, aber ist auch nicht so, dass ich sag, verdammt, viel Schnee. Halt wieder voll der Baum, ey, und Wald, ey. Jetzt fangen wir auch gleich mal endlich mal an zu erkunden, was wir noch nicht erkundet haben. Where no washbear has gone before. Washbear. Sieht aber auch irgendwie nice aus hier. Ein Wuff! Am meisten freue ich mir echt einen Keks, wenn wir irgendwelche Strukturen finden. Sei es nur wieder so eine kleine Hütte oder in der Wüste hier dieses eine, was wir mal gefunden haben. War das in der Wüste? Das war alles... Oder irgendwo... Nee, mitten im Wald. Das Honighaus. Das fand ich ziemlich cool. Wir haben ja eigentlich so viel schon gefunden. Oder so Imposantes. Das ist trotzdem nur ein Bruchteil von dem, was es wahrscheinlich hier überall noch gibt oder geben wird. Wie zum Beispiel das da direkt voraus. Holy fuck! Ein Theater! Das einfach mal irgendwie so ein bisschen gefailt hier rein platziert wurde. Aber egal. Wie nennt man das? Amphitheater? Ich glaube, ja. Weil ich es nicht will, ganz einfach. Nein, nicht Amphibien, Amphitheater. Kennst du den Begriff nicht? Petri, es gibt den Begriff Amphitheater. Das waren, soweit ich weiß, diese offenen Theaterplätze. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das in die richtige Richtung dreht. Da.
Okay, was ist... Sieht auch interessant aus hier. Warum ist da aber kein Wasser, sondern Stein? Doch, ich kenne deinen Sinn für Humor, du Affe. Ja, siehst du, genau, dann war ich doch richtig. Haha, manchmal weiß ich doch was. Da vorne ist noch eine Struktur. I see it. What the fuck? Was haben wir denn da? Es sieht sehr nach Dschungel aus hier. Hört sich auch gerade der Umgebung nach wie Dschungel an. Ja, World Generator doing World Generating. Hallo? Okay. Hallo? Das sind Hebel. Da ist... Krasser Scheiß, Mann! Alter! Krasser Scheiß, Mann. Sowas wollte ich die ganze Zeit mal finden. Ich halte mal lieber das Schwert vor mich. Irgendwas hat Klack gemacht. Irgendwas hat Klack gemacht, aber was und wo? Irgendwas hier bewegt sich. Ah! Die eine Falle haben wir deaktiviert. Komisch. Indiana Kuhn. Ja! Keine Ahnung, was die Hebel hier machen. Huch. Ein Grashüpfer. Auf jeden Fall wird das Ganze jetzt mal auf der Karte vermerkt, das Ding. Das ist ja mal richtig cool. Die Seefestung. Nennen wir sie jetzt mal. Aber bisher lohnt sich diese Richtung, die wir eingeschlagen haben. Gefällt mir.
Ja, man hört zwar das... Achso, die ist leer, okay. Oh, hi. Eine Miezekatze. Ich habe eben gehört, dass zwar irgendwas klack gemacht hatte bei den Schaltern, aber nicht, was passiert ist. Ich konnte auch nicht sagen, aus welcher Richtung das dann kam. Wir haben es ja jetzt jedenfalls mal vermerkt auf der Karte. Und wir sind ja noch hier in dem Bereich, so ist es ja nicht. Dieses Biom hat eh ein bisschen den Anschein, als wäre es etwas... Oh. Größer. Falsche Taste eben wieder gedrückt. What? Achso, das... Das sind die Sterne. Ich dachte eben, da hinten steigt irgendwie Rauch auf oder sowas. Waifu Alert! Ich hoffe natürlich immer, dass ich auf der Karte irgendwie auch durch Zufall wieder... Oh, scheiße. Irgendeine Markierung gesetzt bekommen für ein Dorf oder so. Verdammt, ey. Hier mal irgendwo wahllos in den Boden buddeln. Ich wette, da findet man was. Also was Interessantes und nicht einfach nur Kohle, das meine ich damit. Uiuiui. Ich behalte diesen Weg mal bei. Ja, geht doch. Wunderbar. Ah, Naderuckler. Too much vegetation. Vegetation? Ich weiß es gerade nicht, wie man es richtig ausspricht. Zu viel Gemüse. So. Hilfe! Es ruckelt wieder. Ja, World Rendering halt, ne? Neue Bereiche, klar, dann ist der erstmal am Arbeiten. Vor allem, wenn ich mir angucke, was hier alles halt steht, ne? Oh, runtergeplumpst. Mir fällt gerade was ein. Petri, raus! Du Scherzkeks, Alter! Mein Hirn, ich krieg Hirnknoten gerade. Also mein Hirn verknotet sich. Mal wieder viel Gewässer. Ich war ja irgendwo froh, wenn wir tatsächlich etwas weniger Gewässer hätten. Gerade so diese großen Seen und ich sag mal Meere, die wir teilweise ja schon hatten. Ist das ein Lavabecken oder Wasser? Eine Fackel. Ein Lavabecken.
das? Kupfer? Ne, Eisenbärenbusch. Okay, ja gut, ist relativ lame. Eisen haben wir genug. So, drei Brote und einen Toast reingepfiffen. Das ist ein verdammt großer Dschungel. Sowas mal wirklich bitte als Schneebiom. Oh, hier ist das ein Haufen Eisen. Sind Sie gerne auf dem Boden? Eine Scheibe Toast, bitte. Genau! Und zwar getoastet. Langsam wird mir das ein bisschen viel grün. Okay, da vorne ist wieder ein totes Biom. Das muss ich mir ansehen. Reception. Was? Damit kann ich nichts anfangen, Petri. Und ich glaube, ich will das dann auch besser nicht. Yo. Ein totes Biom. Gerade in so einem toten Biom würde ich mir eigentlich wünschen, dass ich da enorm viel finde. Also, was richtig krasses, sagen wir es so. Brotscheiben waren Bäumen getackert. Was? Und was hast du heute gemacht? Oh, ich habe ganzen Leib Brot an Bäume verteilt. Mann. Das tote Biom ist doch... Also es ist kein Gift, das haben wir schon mal rausgefunden. Ne? Das ist einfach nur Wasser, was halt hier grün ist. Brot und Bäume tackern, ja, warum auch nicht? Das da ist Gift. Interessant, wie es hier in der toten Welt gar nicht regnet, ne? Deswegen ist sie wahrscheinlich auch tot, weil hier nie ein Tropfen Wasser runterkommt. Ja, das gucke ich mir danach mal an, Petri. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sehen will. Na komm, kann ich jetzt nicht noch irgendeinen geilen Kracher zum Abschluss irgendwie finden? Es ist immerhin noch kein Wochenende. Da fuck! Geil, Mann! Verdammt! Hallo!
Bambustür, die sieht interessant aus. Der wird jetzt erstmal vermerkt hier. So. Heavy Moss Chain. Verdammt! Das ist ein Haufen geiler Scheiß. So Dinger meint ich, will ich's finden. Komm, Blume weg. Gewöhnlicher Schatz. Ja, Gold. Okay, ungewöhnlicher Schatz. Gib direkt mal wieder einen Haufen Kram. Enderperlen. Scheiß auf die Kakaobohnen. Ring des Schutzes. Meine Fresse, wir finden geiles Zeug wieder. Der eine Faden kommt noch weg. Trank der Unsichtbarkeit. Heieiei. Finden wir hier noch irgendwie was? Ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder so der Zufall sein, dass der eine Turm hier halt einsam steht. Aber ich würde mal sagen, da würde ich beim nächsten Mal hier die Expedition... Oh! Kaltblut! Moin! Und herzlichen Dank für deinen Follow. Schön, dass du hergefunden hast. Da ist die Notification. Naja, komm, ein paar Minütchen mache ich noch. Gehen wir weiter in diese Richtung noch. Dieser Wald sieht nämlich auch irgendwie interessant aus wieder. Das Lustige finde ich nur, ich könnte hier oben die ganze Zeit auf den Bäumen rumeiern weiter. Da könnte mir aber Zeug entgehen, was unter den Bäumen ist. Schon wieder dieser Himmelränder-Fehler. Hä? Hä? Warum ist denn das da aufgedeckt? Ach so, das ist schon komplett. Verstehe. Weil hier einfach nur Wiese ist, deswegen. Fällt mir ja bis. Sah eben aus, als würde da wieder was gebaut sein. Vorne ist nur wieder so ein Totem und das sieht aus, als wäre da eine Wüste. Ja, da unten ist eine Wüste. Das finde ich wüst, da will ich jetzt noch nicht hin. Mir scheint, dass das unvermeidbar wird jetzt. Zumindest wenn ich in diese Richtung halt weiter möchte. Ja, da oben ist Savanne. Na schön. So soll es sein. Und ein Knight. Weltbeste angetrunkene Mod ist hier. Oh mein Gott. Wie gut, dass ich da nicht mal so lange mache heute. Na, da wären wir übrigens wieder bei dem typischen... Scheiße! Treibsand. Mit diesem typischen Thema. Ein Block noch. Ein Block noch. Das muss ich noch kurz. Und ach, nach nochmal schnell. Und schon sind wir wieder 5 Stunden weiter, so ungefähr, ne?
Hui. Bisschen sandig hier. Ja. Aber Knights, benimm dich bitte. Sonst entziehe ich dir deine Zwergenlizenz. Na? Okay, die Wüste ist aber anscheinend auch nicht allzu groß, wenn da schon wieder Wasser kommt. Drüben haben wir wieder einen Obelisken, der noch nicht vollständig geladen wird. Meine Fresse, da ist schon wieder so ein toter Bezirk hier. Ich könnte ihnen jetzt wieder ihre Banner klauen. Henry bedient sich schon großzügig. Ich muss sagen, es sind interessante Biome momentan hier unterwegs. Nur nach hier vorne macht es auf mich wirklich den Anschein. Ich gehe jetzt mal noch zu diesem Inselchen hier. Welchem Bier sprechen wir hier? Oha! Berg! Verdammt großer Berg! Da haben sie jetzt zwei gefunden, ne? Kein Bier vor vier Bier. Die Landschaft lädt doch geradezu wieder dazu ein, dass hier irgendwelche Gebäude auftauchen könnten. Oder halt auch nicht. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, ne? Ja, jetzt, ihr habt euren Spaß jetzt, ne? Komme ich wieder so ein bisschen hier runter. Das absurdeste und die krasseste Struktur, die wir haben, irgendwo entdeckt haben, war dieses Laboratorium. Das einfach auch mal so völlig so unerwartet irgendwie war. Also nur Schafe. Hoppla. Hi vor. Oh. Petri, du weißt ja. Moment, wie war das? Fünf Bier fürs Sägewerk. So irgendwie war das, glaube ich. Huch. Sind schon wieder hungrig. Ja, Handfläche zu dir. Also, so rum. Ich habe was gefunden. Das ist ein Baum mit Spinnweben. Da gibt's wieder was.
Und gütiger. Ich habe wieder keinen Platz. Die Schätze lassen wir jetzt mal so drin. Aber sonst habe ich hier nur zu viel Zeug. Moment. Das Geblümelzeug, da brauchen wir nämlich gar nicht. Ich habe was gefunden. Ein Baum 2018 war im Wald. Ja. Ich sehe schon kommen, dass das wieder geklippt wird. Baut sich gerade überall die Lava auf. Aschestein. Ey, sowas hatten wir ja auch noch nicht. Like? Oh, ich bin in der Wolke. Verdammt. Verdammt. Scheiße. Mein Weg ist gerade. Das war, glaube ich, keine so gute Idee gerade. Verflixt. Wir müssen hier runter. Wer killt uns sonst? Ja, hier geht's heiß her. Du sagst es. Jetzt könnte ich wieder hoch. Erstmal um die Lava rum. Ein Hoch auf die Doppeljump. High Jump Boots, wollte ich schon sagen. Wir sind hier nicht bei Metroid. So, sind wir wieder oben. Ja, Petri. Und wenn, dann wärst du doch jetzt nur neidisch. Gib's zu. Ich glaube, das ist mal echt ein verfickt großer Vulkan hier. Warum sollte das sonst das Aschestein sein, ne? Warum sollten hier Ascheblöcke sein? Ascheblöcke, die es normal nur im Nether irgendwie gibt. Oder bisher zumindest habe ich sie immer nur im Nether gefunden. Alter, ihr dreht mir echt die Worte im Mund rum, wie es euch passt, ne? Ihr seid schlimm. Heiligem. Das war viel Lava hier. Verflixt. Ich hinterfrage gerade, ob es so gut ist, auf diesem Berg hier zu sein. Blub, 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 blub.
Hui! SpongeBob! So. Ich werde dann so langsam, aber glaube ich, wirklich mal zu einem Ende finden. Gerade mal noch nach vorne hin, wo eben das Helle war, ob es auch nur Lava war oder... Ja, es war nur ein Lavabecken. Ganz viele Schweine. Crispy Bacon. Ich glaube, das war's mal wieder auch mit irgendwelchen Strukturen entdecken. Nun gut. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter einfach. Reicht für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei euch fürs Zusehen, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht und noch einen guten Freitagmorgen und dann einen guten Start ins Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.